Servus und willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Kingdoms of Amalur: Recooning. In der letzten Aufnahmesession sind wir der Questreihe des Hauses der Balladen gefolgt und die wichtigen Leute dort wurden entführt und von der Maid von Windermeer, und wir sind kurz vorm Dornwall, um unsere Leute wieder zu befreien. Ja, dann schauen wir mal, wie es hier drin aussieht. Ups. Was ist denn da vor uns? Ein Teddybär. Oh. Nicht wirklich besonders. Okay, da brauche ich ein schnelleres. Nee, also wenn sie uns diese als Gegner entgegenwirft, dann wird das easy going sein, würde ich mal behaupten. Weiter. Windermeer, da sind wir schon mal. Oh, Bogarts. Okay. Bogart Akrobaten. Die können nicht anhüpfen. Aber ja. Dort vorne bewegt sich schon jemand. Ich bin mal dafür, dass wir speichern und schauen, wer da ist. Oh. Halt! Haben die sich gerade bekämpft? Da ist ein Stein. Seht nur, wer hier ist, Kret. Halam der Weiße hat seine rechte Hand geschickt, um den guten Namen unserer Herrin in den Schmutz zu ziehen. Ihr unterbrecht ein Duell, das in die Legenden eingehen wird. Es kann nur einen Champion von Windermeer geben, und das werde ich sein. Aber natürlich war Kret nie jemand, der sich mit Würde geschlagen gäbe. Was? Ich brauche eure Rüstung. Ihr braucht unsere Rüstung? Soll das ein Scherz sein? Ihr werdet die Maid niemals beeindrucken. Sie ist allein an wahren Rittern des Reichs interessiert. Aber vielleicht könnt ihr uns bei einer Entscheidung helfen, Zagrel. Kret und ich haben gerade darum gekämpft, wer der wahre Champion der Maid sein sollte. Außer natürlich, ihr haltet euch selbst einer derartigen Ehre für würdig. Dann könnt ihr gern einen von uns zu einem Duell herausfordern. Euer Preis soll die Rüstung sein, die ihr begehrt. Was, wenn ich euch wähle? Ihr könntet mehr als nur meine Rüstung gewinnen, Zagrel. Ihr wüsstet, dass ihr der wahre Sieger seid. Denn Airma ist der mächtigste Ritter, der je sein Schwert im Namen der Maid erhob. Ja. Naja, dann muss ich wohl gegen euch kämpfen. Gut. Ich muss gestehen, dass ich auf dieses Ergebnis gehofft hatte. Wollen wir? Ja, der hat ja Unterstützung, oder wie? Die hässlichen... Ja, das ist doch unfair! Nein! Erstmal einen kleinen Heiltrank und einen Lebensregenerationstrank. Diese kleinen, hässlichen Viecher. Nein! Oh. Tja. Ich wollte eigentlich in den Abrechnungsmodus wechseln, weil, ganz ehrlich, das ist unfair. Ein Duell will er. Na, das war aber kein Duell. Ah, hier ist eine kleine Viecher herbeiruft. Naja, nochmal. Und diesmal hole ich mir den Stein zuerst. Zum Schlaf verflucht. Halt! Das Reich. Seht nur, wer hier ist, Kret. Ja, das haben wir schon gehört. Hey! Halt! Wenn ihr euren Weg fortsetzen wollt, müsst ihr an mir vor... Ihr braucht uns... Aber außer natürlich, ihr haltet euch selbst ein... Gut. Okay. Dann erstmal dich erledigen. Gut. Thank you.
blöden... Der trifft mich auch noch. Die treffen mich alle. Mist. Ich hätte mich heilen sollen. Ich hab's nicht gemacht. Das war dumm von mir. Das war echt dumm von mir. Hey, das ist ein starker Kampf. Also einer von den Viechern ist schon richtig nervig. Aber zwei und noch der dazu. Das ist unfair. Ja, dann kümmere ich mich wohl im Abrechnungsmodus erst gegen diese hässlichen Viecher. Der allein ist dann kein Problem. Halt! Seht nur, wer hier ist. Ihr unterbrecht. Wenn ihr euren Weg fortsetzen wollt, müsst ihr... Ihr braucht unsere... Außer natürlich, ihr haltet... Gut. Ich muss Okay. Ach. Hör auf, mich zu unterbrechen. Jetzt diese hässlichen Insekten loswerden. So, jetzt du. Oh, kriege ich doch alle. Und jetzt beenden. Wow, was macht er jetzt? Ja, aufspießen. Gegner besiegen. Oh, ein ganzes Set. Und das soll ich wohl anlegen. Naja, nehmen wir es einfach mal. Das war das Falsche. Ist zwar nicht so toll, aber... Was soll's? Oh, herrlich viele Essenzen des Schicksals. Ein Dietrich. Tja. Jetzt ist leider meine Schicksalsenergie flöten gegangen. Gegners Schlucht überqueren. Troll. Blume. Zwischen Troll und Blume entscheide ich mich für die Blume. Skelett. Makellose. Troll hat mich gesehen. Das ist natürlich blöd. Fels. Nein! Wow! Bäh. Das war knapp. Na, komm, was machst du? Aua, hat er mich erwischt. Nein! Weg, 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 weg! Gut. Bäh. Erstmal wieder hochheilen. Sehr gut. Juhu! Naja, und... Ach, das war der gar nicht. Ja, der schlägt ganz normal und jetzt auf den da und drauf. Wieder weg. Schön aus der Entfernung. Jetzt nah ran. Ah, das Schwert ist nicht so gut gegen ihn.
sind viel stärker gegen diesen Felstroll. Nein! Erledige ihn! Ah, Mist. Hat er mich geslappt. Ja, da lebt noch einer. Gut, dass du bloß zugesehen hast. Laufen hier einfach mal ein paar Trolle herum. Meine Schicksalsenergie ist schon fast wieder aufgeladen. Das finde ich cool. Vielleicht brauche ich die noch. Nicht, dass da nochmal so komische Viecher kommen. Muss ich echt mit dieser blöden Rüstung rumlaufen? Die macht mich schwächer, als ich bin. Ja. Und... Verdammt. Azurit Großschwert. Ich frage mich, ob das Equipment, was man hier finden kann, generell auch mit meinem Equip skaliert oder mit meinem Level. Schauen wir mal die Gebietskarte an. Schlucht überqueren, Abschlusspunkt, Pelenaltar, Felshaufen. Ja, Blümchen. Was? Das ist doch da drüben, oder? Lol. Interessieren wir uns erstmal nicht für den. Ah, ganz knapp. Besser. Du willst mich am Schlucht überqueren hindern, gib's zu. Na komm doch her. Na, was machst du jetzt? Einfach mal draufhauen, ne? Ist das deine Art? Die Kombo ist zu lang. Er kriegt mich dann immer. Und ich glaube, die ist effektiv. Nein, weg! Ach, verflucht. Ich hasse es, immer gefangen zu sein. Man müsste irgendwie abbrechen können. Okay, mich hindert hier keiner am Überqueren der Schlucht. Allerdings, wenn da schon jetzt der Gegner herkam, dann können wir ja erstmal das mitnehmen. Das hört sich interessant an. Sprengendes. Großschwert. Nee, meins ist besser. Blitzschaden. Cool, cool. Dort hinten die Truhe fasse ich nicht an. Ich bin nicht gut im Entzaubern. Den Schrein, den hole ich mir gerne. Und die Skelette plündere ich gerne. Erstmal das hier. Immer her damit. Berührung des Todes. Das bewirkt... Status. Oh, Wissenssteine. Ja, wir haben... Da haben wir alle. Netzwald fehlt einer. Also es gibt viele zu sammeln. Lohn. Ist es... Sind es passive Boni? Dann wird es sich ja richtig lohnen, die Steine zu sammeln. Effekte, das wollte ich. Berührung des Todes. Cool, Lebens- und Mana-Raubmöglichkeit. Das finde ich geil. Life und Mana-Leech. Was geht denn hier ab? Hier kann man keinen Weg gehen, um das hier einen Gegner überraschen. Nix hier, Elfensturm-Champion. Du machst gar nichts hier. Nichts, habe ich gesagt. So sieht's aus.
Oh, ich krieg fast schon wieder ein Level. Das ist geil. Ich muss nämlich meine Heilung noch wieder verbessern. Beziehungsweise meinen Schutzzauber, den will ich auch unbedingt verbessern. Also die nächsten Level gehen in Magie, weil das finde ich sehr nützlich, was ich da bekomme. So, dann überqueren wir mal den Laden hier. Oh, ich muss nach oben. Gut, dass es direkt nach oben geht. Ein neuer Laberstein. Sie nahm den Umhang von Aman gefertigt und schlich sich durch Summers Endstor, zu durchbrechen den magischen Schleier.